Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich dachte mir, ich habe schon seit, keine Ahnung, 2018 oder so, kein neues Funko-Update mehr gedreht. Und seitdem sind sehr, 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 sehr viele Funkos hier eingezogen und manche auch ausgezogen. Von daher wird es mal Zeit, da ein neues Video über meine Funko-Familie zu drehen. Ich überlege gerade, was 2018 noch hier gestanden hat, was es gar nicht mehr gibt. Sherlock zum Beispiel ist ausgezogen. Ich glaube, Ginny Weasley hatte ich damals noch, die ist ausgezogen. Ja, ihr müsst einfach das Video von früher nochmal gucken. Das kann ich euch gerne nochmal hier verlinken. Und dann können wir vergleichen, welche Funkos ich noch habe, beziehungsweise werde ich dieses Video heute nicht, oder werde ich euch in diesem Video nicht alle meine Funkos zeigen. Das würde den Rahmen extrem sprengen und keiner von euch will anderthalb Stunden Funko-Gelaber hören. Von daher habe ich das jetzt ein bisschen gesplittet in vermutlich drei Videos. Heute machen wir meine Custom-Funko-Sammlung quasi, meine selbstgemachten Funkos. Und dann wird es noch ein Video geben zu den gekauften, gesplittet nach Fandoms. So der Plan. Ja, wie ging das mit diesen Custom Funkos los? Das wäre vielleicht so mal eine gute Einstiegsfrage. Los ging es mit dieser Dame hier. Wie ihr sehen könnt, ist das die Danica aus Crescent City. Es ist nämlich total blöd, dass Funko keine Figuren zu Büchern macht. Und deshalb dachte ich mir, ich liebe Danica abgöttisch. Ich möchte eine Figur von ihr haben. Und dann gibt es auf Instagram eine Künstlerin, die die Figuren macht. Ich habe sie angeschrieben, ob sie mir eine Danica machen würde. Sie hat ja gesagt. Dann habe ich ihr halt gesagt, ich hätte gerne den Elsa-Kopf. Was ist der Elsa-Kopf? Und habe ihr auch den Körper rausgesucht. Und dann hat sie mir nach meinen Wünschen quasi die Figur gemacht. Ja. Finde ich so an für sich auch super schön, also ist echt gut geworden, aber Danica hat hinten den Spruch drauf, das erkennt man super schlecht, True love is all possible, keine Ahnung, und der ist total verschmiert. Seht ihr das? Ich versuche es scharf zu kriegen. So, er ist total verschmiert und ich habe nicht gerade wenig Geld für diese Figur bezahlt, ich glaube 60 Euro plus Versand, dafür, dass es halt total verschmiert ist. Und dann dachte ich mir, weil eigentlich wollte ich mir gerne noch Bryce und Co. bei ihr kaufen. Aber da das hier schon so katastrophal geendet ist, dachte ich mir, nö, so kriege ich das auch hin, so verschmiert. Probierst es einfach mal. Und dann ist mein erster Funko entstanden, den ich zusammen mit der lieben Ninja gemacht habe. Wir haben uns einen ganzen Nachmittag hingesetzt und haben Funkos bemalt und vorher halt ewig überlegt, wie wir was machen könnten, welcher Körper zu welcher Figur passen würde. Jetzt muss ich noch gerade gucken, wo sie stehen. Ah, genau, an dem Tag habe ich nämlich meinen ersten bzw. auch meinen zweiten Funko gemacht. Mein allererster eigener war dieser hier. Das ist Farrah vom Reich der Sieben Höfe. Krönchen, mit den Sommersprossen, das silberne Kleid, das Sternenlicht von Velaris. Richtig schön. Also ich finde ihn richtig schön für das erste Mal. Und ey, guck mal, wie wenig verschmiert ich habe. Also ich bin richtig begeistert gewesen dafür, dass ich vorher noch nie sowas bemalt habe, dass es doch so gut geklappt hat. Und passend zu der Thematik habe ich mir meinen absoluten Lieblingscharakter von dem Reich der Sieben Höfe auch noch gemacht. Asriel. Ganz super zu erkennen an dem blauen Trichterstein. Die Flügel waren natürlich nicht bei der Figur dabei, die mussten von einer anderen Figur kommen. Ich werde natürlich nicht verraten, welche Figuren ich benutzt habe. Entweder ihr seht es selbst oder eben nicht. Aber ich verdiene auch mein Geld damit. Von daher, ich mache das nämlich mittlerweile auch selbst in meinem Shop. Hin und wieder, wenn ich die Zeit dazu habe. Aber ich mache das nicht so Custom-Style, dass mir jemand sagt, ich hätte gern die und die Figur, mach mir die mal bitte. Sondern ich
mache einfach welche, wenn ich Zeit habe und Lust habe, und stelle die fertigen dann in meinen Shop. Also könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ich verlinke es euch unten. Aktuell gibt es, glaube ich, 3-4 Figuren. Ja, und ich würde sagen, wir machen mit den nächsten weiter. Und wir bleiben einfach bei dem Crescent City Fandom. Ich habe mir nämlich zu Danica natürlich noch eine Price gemacht. Die gibt es aktuell sogar in meinem Shop. Eine Price. Und natürlich, wenn Price dabei ist, auch einen Hand. Da bin ich am Überlegen, ob ich die Flügel noch anders mache. Die sind nämlich noch im Original. Und das weiß ich noch nicht, ob das mir gefällt. Aktuell fand ich es cool, weil es halt ein Kontrast zu dem Schwarz ist. Und ich mir nicht sicher war, wie ich die anders machen soll. Ob ich da irgendwie so einen Schimmer, also dass ich die auch schwarz mache, aber mit einem Schimmer. Bin mir noch nicht sicher. Ja, hier ist noch die Innenseite. Natürlich der Dornenkranz, ganz typisch. Also die zwei oder die drei stehen auch nebeneinander. Die Danica steht etwas weiter hinten, weil sie halt nicht von mir ist und weil mein Heart immer noch broken ist, weil das so nicht geklappt hat, wie ich das gerne gehabt hätte. Und ja, bis heute da ein bisschen nicht genervt, aber enttäuscht bin. Nehmen wir mal den Lieblingssatz oder das Lieblingswort von Eltern. Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Kommen wir aber direkt mal noch zu einem weiteren Pärchen. Irgendwie mache ich immer Pärchen. Auch wenn Farrah und Ezreal ja nicht zusammen sind, aber die stehen auch paarweise im Regal. Dann habe ich mir, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, wer es ist, diese beiden Kollegen hier gemacht. Einmal diese Dame hier mit dem, ich nenne es mal jetzt einfach Hochzeitskleid. Es ist aber kein Hochzeitskleid. Und dann noch diesen hier. Ich habe jetzt einfach mal die rote Klinge dran gemacht, um es zu versinnbildlichen, wer es ist. Das sind nämlich Poppy und Hawk und die stehen auch bei meinen oder in meinem Blood and Ash Schrein. Ich bin nämlich ein totaler Fan von der Reihe, auch wenn ich erst Band 1 gelesen habe. Ja. Und ihn hier finde ich irgendwie als Figur auch super stylisch, weil er einfach zu super vielen passt. Ich glaube, eine Freundin von mir hat sich Ronan von Throne of Glass gemacht damit. Also der ist sehr vielseitig einsetzbar. Irgendjemand, den ich kenne, hat sich auch aus dem Körper zumindest einen Lucien von Reich der Sieben Höfe gemacht. Also sehr, sehr variabel einsetzbar. Und jetzt möchte ich euch gerne meinen Lieblingsfunko zeigen. All-Time-Favorite, selbstgemachten Jam. Hört ihr die Engel singen? Es ist einfach ein Jam mit seiner Geige. Ich liebe ihn. Ja, das war auch, ich glaube, der dritte Funko, den ich gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich muss einen Jam haben in meinem Regal, komme, was wolle. Es ist jetzt auch geplant, eine Tessa dazu zu machen. Die Tatjana hat sich auch einen Will gemacht. Den werde ich mir aber nicht machen, auch wenn ich die passende Figur dazu da habe. Aber Jem und Tessa werden irgendwann in meinem Regal auch noch vereint sein, wenn ich mal wieder Zeit dafür habe. Und dann kommen wir last but not least zu den letzten beiden Custom Funkos, die ich habe. So viel sind es also, wie ihr seht, gar nicht. Das sind nämlich diese hier. Und wer meinen Kanal etwas besser oder etwas länger verfolgt, der weiß auch, wer das ist. Kommt ihr drauf? Dann verrate ich es euch. Das sind nämlich Paxton und Juniper aus Love Me Girl, aus meinem Buch. Ich habe mir nämlich damals gesagt, ich möchte gerne Funkfiguren zu meinen Charakteren haben. Würde gerne auch noch von Gabby und Logan eins machen, aber es ist super schwer, eine dunkelhäutige Figur zu finden, die einen Longbobble hat. Und ich möchte eigentlich das Gesicht selbst nicht anmalen müssen. Das ist meine Problematik. Aber ich finde, sie sind richtig, richtig schön geworden. Und ich habe daran auch wirklich fast gar nichts gemacht. Habe einfach Figuren gesucht, die zu meinen Charakteren passen und habe die zusammengesteckt. Ja, das war's auch schon mit meinen Custom. Es sind nur 10 Stück. Das heißt nur, aber die gekauften sind einige mehr. Von daher
werden die anderen Videos ein wenig länger als dieses hier. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir gehen jetzt noch ein bisschen Dada und dann hoffe ich, sehen wir uns auch in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!